Hi Leute, willkommen bei einer neuen Folge Workout of the Day. Im Warm-up haben wir heute ein 5-minütiges M-Rap, bestehend aus 20 Jumping Jacks, 10 Reverse Lunges und 5 Inchworm. Das heißt, ihr macht ganz entspannt für 5 Minuten lang so viele Runden, wie ihr schafft. Dann geht es weiter mit dem Strength- und Core-Teil. Da haben wir Single-Leg-Hip-Thrusts. Wichtig dabei ist, dass ihr bei jeder Wiederholung 3 Sekunden die Hüfte oben behaltet. Insgesamt machen wir 4x10 pro Seite ohne Pausen beim Beinwechsel. Das heißt, ihr macht erst die eine Seite, dann macht ihr die andere Seite und danach macht ihr erst eine Minute Pause für insgesamt 4 Runden. Dann geht es weiter mit den Backpack Pull-throughs. Die Startposition, dabei ist wichtig, dass ihr die Hände unter den Schultern habt. Ihr seid in einer geraden Pusher-Position und dann zieht ihr den Rucksack unter euch vorbei. Muss kein Rucksack sein, kann irgendein schwerer Gegenstand sein. Davon macht ihr 12 am Stück, eine Minute Pause und das insgesamt ebenfalls für 4 Runden. Gut, dann geht's weiter. Zum Workout für heute, da machen wir Tabata. Tabata bedeutet immer 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause für insgesamt 4 Minuten am Stück. Ihr macht also eine Übung immer 8-mal hintereinander. Die erste Übung für heute sind Reverse Lunges plus Jump. Genau. Sehr gut. Dann, nachdem ihr hier 8-mal gemacht habt, geht es zur nächsten Übung. Ach so, was auch noch wichtig ist, ihr wechselt natürlich nach jeder Runde das Bein. Das heißt 20 Sekunden, danach 10 Sekunden Pause, dann Beinwechsel, sodass ihr nach diesen 4 Minuten jede Seite 4-mal gemacht habt. Die zweite Übung sind Sit-Up plus Backpack Press. Beim Aufrichten drückt ihr den Backpack über Kopf. Für wen das zu anstrengend ist, können auch die Sit-Ups weggelassen werden und nur Backpack Presses gemacht werden. Genau, dritte Übung sind High Knees. Genau, bei den High Knees einfach die Knie zur Brust ziehen. Wichtig ist noch zu sagen, bei dem ganzen Tabata, ihr macht immer eine Übung, habe ich ja schon gesagt, 8-mal hintereinander, dann 2 Minuten Pause und dann geht's in das nächste Tabata. Viel Spaß.